Na, was ist immer noch diese kranke Scheiße? Hast du es nicht langsam satt, zwischen mir und meiner Schwester einen Keil zu treiben? Muss es sein? Du hast einen Keil zwischen uns getreten, Digga. Mann, wenn du nicht langsam aufhörst mit der Scheiße, wirst du noch sehen, was du davon hast. Hast du mich verstanden? We are young, we are strong. Wir stehen hier für 10 Stunden. Wie geil war das denn bitte? Endlich mal wieder richtig abgehen und mit den Mädels auf die Kacke hauen. Oh Gott, hab ich das vermisst. Ja! Ja. Schön! Ich hab Kaffee gemacht, wenn ihr wollt, bedient euch. Ah, danke! Ja. Beeilt ein bisschen, wir müssen bald los. Du musst bald los! Alter, warum ist dein scheiß Bruder so heiß? Hey, Mann, ja, geh weg damit! Das ist mein Bruder, rede nicht darüber. Too much information is for me. Ja? Hey. Danke dir, ich danke dir so vom tiefsten meiner Seele, dass du mich überredet hast, mitzukommen, weil es hat so gut getan, einfach mit euch auf die Kacke zu hauen. Und außerdem konnte ich Dean aus meinem Kopf verbannen. Das ist doch toll. Ich musste auch nicht so oft an Mike denken und auch nicht an Pia. Die bohrt doch gerade so extrem nach, wo Mike mit ihr Schluss gemacht hat. Willst du? Ja. Aber okay, ich kann es verstehen. Immerhin bist du ja der Grund dafür. Aber warte mal. Was mit Erik? Ahnt er immer noch? Da ist doch keiner. Nee, und es soll auch bitte so bleiben. Das ist alles gut so. Okay? So, noch was? Ja, ich kann es nicht verstehen, warum Dean... Ey, warum zum Teufel will er, dass ich mich entscheide zwischen ihm und meinem Bruder? Das ist doch absurd. Außerdem, dass er immer noch glaubt, dass mein Bruder was von mir will, das ist krank. Das ist wirklich krank. Oder? Und jetzt haben wir einen anderen Themenwechsel, weil wir sind gerade in so einer schönen Partystimmung und machen uns das mit unseren komischen Scheißthemen, die wir gerade an der Backe haben, kaputt. Das ist nicht cool. Nee, es ist wirklich nicht cool. Bei uns beiden ist gerade nicht cool. Nee. Tara, willst du auch noch einen Kaffee? Was? Was geht? Kaffee? Kurz, nee. Nein, Mann. Was für Kaffee? Was ist denn? Ich muss kurz mal ein bisschen an die Kette. Ja, stopp, Mann! Also, können wir los? Ja. Ja, ich brauch safe noch eine ganze Weile. Ich auch. Ich gehe schon mit, weil. Natürlich, ja. Nachricht von Dean, okay. Hey, Olivia, es fällt wirklich gut, wenn wir miteinander reden, bitte. Fällst du jetzt nicht auf ihn herein, oder? Das war's? Okay. Das war's einfach, ja. Nee. Ich habe auch gar nicht vor, mit ihm zu reden, bis er nicht einsieht, was er getan hat. Okay. Ja, das ist ein Fehler einfach. Ja, gut, Miguel, wollen wir schon mal los, weil wir können ja schon mal was vorbereiten. Also. Ja, geht. Gut, Girls, bis später. Ja, Schenke. Ja. Oh, sein Abend. Ja, tschüss. Ja? Ich weiß, dass die Situation gerade scheiße ist, ne? Aber dein Herz macht mehr als dein Kopf. Also hör lieber darauf statt darauf. Ein. Ich frag mich ja, ob Miller nicht gerade von sich selber gesprochen hat. Ich weiß, dass du gestern feiern warst und du bist bestimmt mega verkatert. Du hast bestimmt wieder zu tief ins Glas geschaut. Soll ich den Kaffee holen? Ich kann jetzt direkt gehen und den Kaffee holen. Hm? Schwarz. Dean, ich wüsste nicht, was dich das angeht. Also ich bin alt genug und kann mir meinen Kaffee selber holen. Wie wär's, wenn du mich einfach in Ruhe lässt? Ist das möglich? Okay, gut. Lass ich dich in Ruhe. Sehr gut, danke. Nein, ich lass dich nicht in Ruhe. Na gut, dann lassen wir dieses freundschaftliche Gequatsch und kommen direkt auf den Punkt. Hey, wie lange willst du mir noch aus dem Weg gehen? Wie lange soll das doch so zwischen uns sein? Du liebst mich und ich liebe dich, verstehst du? Ja, okay. Wir hatten neulich Sex und das war nicht nur einfach Sex. Das war nicht nur ein einfacher Gefühlsausbruch. Ja, okay. Echt, verstehst du? Weil wir beide einfach zusammengehören. Ich hab's verstanden, aber solange... Solange du... Wir können nichts dagegen machen. Dean, solange du deine Fehler nicht einsiehst, brauchen wir nicht weiterreden. Fehler? Ja. Fehler. Ich habe Fehler gemacht. Was habe ich denn für einen Fehler gemacht? Willst du mich verarschen? Yo, Miguel steht auf dich, falls du da... Er ist mein Bruder! Ist dein Bruder? Ja, das ist es ja. Er ist dein Bruder und steht auf dich. Warum lässt du es nicht einfach sein? Was soll ich denn sein lassen? Warum musst du so krampfhaft daran festhalten? Ich verstehe das nicht. Weil es so ist. Jemand, der Augen im Gesicht hat, der sieht das. Verstehst du? Der sieht das. Er ist mein Bruder. Dein Bruder steht auf dich, Olivia. Na, was ist immer noch diese kranke Scheiße? Hast du es nicht langsam satt? Zwischen mir und meiner Schwester einen Keil zu treiben. Muss es sein? Du hast einen Keil zwischen uns getreten, Digga. Mann, wenn du nicht langsam aufhörst mit der Scheiße, wirst du noch sehen, was du davon hast. Hast du mich verstanden? Wow, okay. Jetzt? Yo. Stopp. Ihr beide braucht jetzt echt nicht übertreiben, okay? Das reicht. Was soll denn das? Brauche ich einen Wachhund? Sehe ich so aus?
Miguel, du kannst jetzt anfangen, die Scheiße hier zusammenzupacken, okay? Weil du hast gerade dezent übertrieben und du brauchst gar nicht so hässlich zu grinsen. Du kannst gleich hier rausgehen. Verpiss dich, weil du hast immer noch nicht verstanden, um was es hier geht, Dean. Also geh! Mach deinen Mund nicht nochmal auf. Geh einfach raus aus meinem Kurs jetzt. Alles klar. Gut. Kann man sich hier einmischen? Was ist denn passiert? Soll ich dir sagen, was passiert ist? Männer sind Idioten. Das ist passiert. Und wir sind hier auf Arbeit. Ja, ich weiß. Meine Fresse. Was glauben die Typen eigentlich, wer sie sind? Ich hab so die Schnauze voll von den beiden. Olli, ich weiß, du willst darüber nicht quatschen. Ich würde das schon gerne geklärt haben, die Situation da vorhin oben. Miguel und Dean sind sich fast an die Gurgel gegangen. Das war richtig unangenehm. Was? Ja. Hä, hey, warum denn? Ich hole auch mal was das, ne? Okay. Mhm. Mach mal. Und du so? Was? Mhm. Ja, egal, erzähl doch mal was. War los. Pass auf. Ja, Dean wollte unbedingt noch mal mit mir reden. Und logischerweise ging es mal wieder um meinen Bruder, der doch angeblich auf mich steht. Ich kann dieses Thema nicht mehr hören. Es blutet aus meinen Ohren. Versteht ihr? Ich kann meinen Scheiß doch selber regeln. Während Mr. Copacabana draußen Pause macht, werde ich mir mal sein Handy vornehmen. Müsste es sein. So, mein Freund, wollen wir doch mal sehen. Geht, was machst du da? Hey. Mir Geld spendet. Ich weiß. Und was hast du da verloren? Eigentlich gar nichts, Mann. Aber jo, der hat vorhin gesagt, dass er mir aufs Maul haut. Dass er mir aufs Maul haut und so ein Scheiß. Verstehst du? Der macht Frau Olivia richtig auf cool. Ja, und jetzt kriegst du an seine Sachen, oder was, Digga? Nein, Mann. Das Ding ist, er steht total auf Olivia und das checkt sie nicht. Und das will ich ihr beweisen. Weil ich ganz zu 1 Million %, wenn ich hier reingehen werde, werde ich bestimmt irgendwas herausfinden, irgendwas sehen, was sie nicht sehen darf. Und wie willst du bitte jetzt dein Handy entsperren? Ich kann's dir sagen, Alter. Der Typ ist eine richtige Nullnummer. Und ich hab mal gesehen, wie er seinen Code angegeben hat. Verstehst du, was ich meine? 0000. Eine Nullnummer. Ey, Dicker, das ist trotzdem nicht richtig. Du weißt das, ne? Ja, ich weiß, aber das ist ja auch eigentlich gar nicht meine Art, aber es geht um Olivia. Ey, mach keine Scheiße und halt mich da raus, ne? Ich hab nichts gesehen. Ja, da ist keiner, oder? Dass Dean immer noch so krampfhaft daran festhält, dass mein Bruder was von mir will. Ich glaube, ich habe den Schuss nicht gehört, oder? Ist irgendwas mit mir kaputt eigentlich, oder? Getroffen und eine Bell, ne, Miguel? Miller, du auch jetzt so? Naja, was? Leute, wie absurd ist denn das bitte, dass ihr denkt, dass Miguel auf seine eigene Schwester steht? Man, jetzt mal im Ernst. Ich hatte letztens so geilen Sex mit ihm gehabt. Obviously steht er nur auf mich. Mann, es ist so. Leute. Too much information. Ey, das ist so lächerlich, jetzt mal im Ernst. Also beim Sex weiß ich, er hat nur an mich gedacht. Also, oh, ey. Kommt mir jetzt klar. Ja, aber an Nein, sich, Olivia. Ja, lass mich doch ausreden. Ich finde, du hast recht. Warum sollte er auf seine Schwester stehen? Das ist doch absurd. Ich hoffe einfach nur, dass er sich in Zukunft mehr unter Kontrolle hat, weil ich habe keinen Bock auf sowas. Ist das ein perverse Schwein. Ist es. Was werde ich mir jetzt sowas von schicken? Wusste ich es doch, dieser miese kleine Lügner. Wenn Olivia erstmal diese Fotos zu Gesicht bekommt, dann wird sie einsehen, dass ich die ganze Zeit recht hatte und diesen Schmierlappen endlich in die Wüste schicken. Bruder, hin oder her, ist ja scheißegal. Hauptsache, wir versöhnen uns wieder. Hey. Pass auf, ich weiß, was du jetzt sagen willst, aber nein, das stimmt nicht. Ich will dich nicht bequatschen. Ehrlich gesagt, was machst du dann? Ehrlich gesagt will ich dir was zeigen. Olivia, ich hab jetzt etwas. Ich hab etwas, um dich umzustimmen. Ein Beweis, damit du endgültig deine Meinung über Miguel änderst. Okay? Was sind das für Bilder und woher hast du die? Kannst du dreimal raten. Von Miguels Handy. Von Miguels Handy? Yep, von Miguels Handy. Also, hatte ich nicht recht?
Dean, das muss ein Irrtum sein. Ich bin mir zu 1000% sicher, es gibt eine logische Erklärung dafür. Logische Erklärung? Es gibt nur eine logische Erklärung dafür. Miguel ist verliebt in dich. Miguel ist nicht verliebt in mich, Mann. Er ist mein Bruder. Was redest du? Was ich rede? Was redest du? Warum hat er denn sonst so eine Pille auf sein Handy? Woher hast du diese Bilder? Von seinem Handy, ja. Wie kommst du an seinem Handy? Hast du an seinen Sachen rumgeschnippelt? Weil wenn ja, dann ist es mega abartig. Ich finde das ganz schlimm. Nein, Miguel hat sie mir geschickt. Hey, guck mal, Olivia. Natürlich habe ich sie mir... Aber was soll ich denn machen, Mann? Es geht um dich und um mich, okay? Und da gehe ich bei Leichen. Das weißt du. Habe ich längst gemacht. Du schnüffelst einfach in Sachen von anderen Menschen. Ist das jetzt dein Ernst? Raus aus meinem Raum hier. Raus. So, raus aus meinem Leben, wolltest du gerade sagen, oder? Hä? Raus, Dean. Geh raus. Geh raus. Du willst es gar nicht sehen. Du willst es nicht hören. Geh raus. Irgendwie finde ich das komisch mit den Fotos. Ich wollte das vor Dean logischerweise nicht zugeben, aber welcher Bruder schießt so viele Bilder von seiner Schwester in Unterwäsche? Ich finde das schon strange. Schmeckt's euch? Ich habe keinen Hunger. Seitdem Dean mir diese Fotos gezeigt hat, kann ich einfach an nichts anderes mehr denken. Ich muss unbedingt mit Miguel reden. Hallo, was trinken? Hey, Miguel. Hast du Hunger? Kannst du mir bitte dein Handy zeigen? Warum willst du mein Handy? Warum ich dein Handy will? Warum machst du Fotos von deiner Schwester in Unterwäsche? Was habe ich gemacht? Ja, soll ich dir das nochmal erklären oder so? Hast du was an den Ohren? Warum machst du Fotos von mir in Unterwäsche, Miguel? Findest du das nicht ein bisschen komisch? Woher weißt du das? Dean. Der Kleine. Der war mein Handy, richtig? Kannst du mir bitte erklären, warum du das gemacht hast? Ich zeig's dir. Ja, okay, dann zeig's mir. Da. Siehst du da vielleicht noch jemand anderem auf dem Bild? Tara? Ja, Tara ist darauf zu sehen. In der Ecke. Ich habe die Bilder wegen Tara gemacht und nicht wegen dir. Du bist nur da drauf, damit es nicht so offensichtlich ist. Okay, warum machst du denn Bilder von Tara? Wenn du was von ihr willst, dann rede doch einfach mit ihr. Es ist doch offensichtlich, dass sie auf dich abfährt. Ja, mir war das aber nicht ganz so klar. Hey, ihr habt doch sogar schon miteinander gebumst. Ich hatte einfach Angst, den Korb von ihr zu bekommen. Was denn für ein Korb? Sie macht dich die ganze Zeit an und zieht dich mit ihren Blicken aus. Ja, aber jetzt mal scheiß mal auf Tara. Weißt du, wie mich das eigentlich verletzt? Dass du mir sowas vorwirfst? Ich wusste es. Ich wusste, dass die nicht irgendwann belabert. Ja, okay, aber wie hättest du denn reagiert? Ist doch logisch, dass ich erst denke. Checkst du nicht, dass er jede Chance nutzt, um dich zu manipulieren? Jetzt streiten wir schon. Ich fass es nicht. Es tut mir leid. Okay, ich wusste das ja nicht. Ja, jetzt weißt du es. Jetzt weiß ich es. Deswegen. Was ist doch absoluter Blödsinn, oder nicht? Ja, eben, das habe ich mir auch gedacht. Weil, wer macht denn sowas? Ja. Das ist voll creepy, though. Okay, willst du was essen? Später vielleicht. Okay, ey, es tut mir leid, ja? Ja, alles gut. Irgendwie ist das alles immer noch ein bisschen komisch. Aber gut, ich glaube meinem Bruder. Weil alles andere... Boah, nee, ich will mir das gar nicht ausmalen. Hey, John, es ist alles Schuld. Wenn er nicht aus dem Arsch kommt, dann musst du aus dem Arsch kommen. Checkst du es nicht? Ich hab gar keinen Bock. Verstehst du das? Wie war das nochmal? Hast du nicht gesagt, du stehst eigentlich auf sie? Was will es denn von mir? Fakt ist, sie ist Isis Freundin. Er ist komplett vernarrt in sie und sie ist für mich tabu. Du hast die Scheiße, worüber mein Gesicht gebrochen.